Ich konnte über meinen alten Bekannten, André, den Waffenschmied, einen Bericht an den Orden schicken. Zumindest wird Miller wissen, dass ich noch lebe, dass ich den Auftrag nicht abgeschlossen habe, aber auch noch nicht davon zurückgetreten bin. Und damit herzlich willkommen zurück zu Mädchen. Du steckst ernsthaft in der Klemme, aber ich kann dir helfen. Ich habe Freunde und die haben Freunde, die alles, was du mir sagst, an deine Leute vom Orden weiterleiten können. Jetzt musst du also nach Hause, zur Polis zurück. Tja, es gibt keinen direkten Weg, hier ist alles abgeriegelt. Aber ich glaube, der Orden hat in der Nähe an der Oberfläche einen Außenposten. Die Kirche in den Sümpfen. Probier es dort. Wenn wir deinen Leuten etwas mitteilen können, dann treffen sie sich vielleicht dort mit dir. Was mich betrifft, ich habe mein Leben neu begonnen. Habe Kuznetski Most verlassen. Die Roten haben die Station völlig unterwandert. Suchen nach Verrätern und Spionen. Schicken Leute in Lager oder erschießen sie einfach. Alles wegen des bevorstehenden Krieges. Die Leute flüchten von Kuznetski Most und aus der ganzen roten Linie. Hast du den gepanzerten Zug gesehen, den die Roten bauen? Also, wir haben auch etwas gebaut. Aus dem Zeug, das die Flüchtlinge uns bringen. Hier, sieh dir mal dieses Baby an. Die Jungs haben ihr sogar einen Namen gegeben. Katharina. In sie kann man sich nur verlieben. Katharina steht da, okay. Sie hat beim Transport von Flüchtlingen gute Arbeit geleistet. Aber Teufel auch, man kann nicht jeden retten, also nimm sie. Wir haben auch Leute in Venedig. Wenn du dorthin kommst, suchst du nach Specht und sagst ihm, wo du unser Baby zurückgelassen hast. Klettere rein! Ich verstehe nicht, warum hier kein in Schutz Ordnung. Ist. Motor starten! Wir basteln noch an ihr. Daher ist die Steuerung nicht perfekt. Aber die Lichter sind erste Klasse. Spinnwanzen brauchen wir nicht zu fürchten. Und in den langen Tunnels gibt es viele davon. Du musst los. Es ist ein langer Weg. Du solltest keine Zeit vergeuden. Na dann. Man sieht sich. Danke. Will ich da rein? Wollen wir echt? Ja, wir wollten echt hier rein. Da lag doch, ist doch ein paar schöne Sachen. Oh, schade. Gut, gehen wir wieder raus. Immer schön das Licht noch anlassen, dann kann nichts kommen. Da echt rein. Fuck, warum machen wir das? Why?
Seite. Mir kribbelt's am ganzen Körper. Oh. Alter. Und das ist nicht die Luft. Fuck, Alter. Dieses Krabbeln. Alter. Lass sie mal rankommen. So, jetzt. Komm her. Es hört einfach nicht auf, ne? Du kannst aber auch absolut nicht einschätzen. Und wo es kommt. Das ist echt schlimm. Gibt es hier keinen verschissenen Lichtschalter? Wow! Junge! Fuck, Alter! Was haben wir denn? Den. Ne, ich will irgendwie nicht wechseln. Alter, guck mal, was der für ein langes Rohr da unten hat. Gucken wir kurz an. What? Nein, tut mir leid. Andererseits. Ah, komm, fuck it. Wir nehmen den mit. Warum können wir bitte nicht rennen? Okay. Es geht weiter. Gucken wir uns einfach mal an. Können wir was machen? Nee. Dann geht's weiter. Stimmt, ich höre.
Na, warum? Das ist das Schlimmste am zweiten Teil. Fuck, Alter, warum mache ich das? Kann mir das einer verraten? Warum? Ja, irgendwas ist hier, das wissen wir doch. Nee, die ist kacke, die Waffe. Was soll diese Musik? Ich mag so Musik nicht. Die scheucht mir eine Heidenangst ein. Scheucht Jagd. Jetzt gehe ich wieder raus hier. Überall. Ach, okay, ich wollte gerade sagen, hier. Da kann ich auch nicht weiter, alles klar. Wow. Fuck you! Alter! Du Arschloch! Heilige Kacke! Du! Trixi! Ich hab extra Licht angelassen! Wieso kamst du da runter? Ach, come on! Ist was cool, ey. Ich muss da rein. Fuck. Hier nicht rein. Die sind gut. Alter! Ihr dreckigen Bastarde. Oh, da, ich seh dich.
Ich habe das Gefühl, das ist eine dumme Stelle. Ich... Fuck you, Viecher! Fuck you! Alter! Die treiben mich so hart in den Wahnsinn. Okay, Pumpgun ist eine dumme Idee. Lauf, Junge! Lauf! Ins Licht! Alles egal hier. Alter. Aber dieses scheiß Tor auf. Ich hasse diesen Tunnel. Schon erwähnt. Okay, da wollen wir hin. Ich will nicht durch die Wand fahren. Wir fahren erstmal so. Alter, ich muss... Alter. Ey, ich bin gerade völlig aufgerieben durch diese Stellen. Andererseits, vielleicht will ich da doch hin. Wir fahren mal kurz zurück. Ich will nur wissen, was das ist. Ob wir da. Wir müssen eigentlich durchkommen. Niemals das Licht ausmachen. Ganz dumme Idee. Wir haben ja so ein Schiebeding vorne dran. Also, warum nicht? Warum sollten wir nicht hier hin? Alter, der ist vermodert schon. Junge, was war das denn? Oh, interessanter AK auf jeden Fall. Ich mag das lieber hier. Das andere macht meine Sicht so klein. Okay, fahren wir zurück.
stellen die Weiche wieder um. Da geht's voraus. Hier waren wir. Alles okay. Ein Vieh ist geradeaus gegangen. Ich gehe jetzt mal kurz hier hin. Dass wir diesen Wagen mal reingucken können. Filter war das, ne? Ja. Hier muss doch irgendwas sein. Okay, wieder ein Ereignis, sozusagen. Lass uns mal weiterfahren. Boah, holy ey. Das hier unten macht mich echt fertig. Oh, die springt da über die Oberfläche. Geben wir mal Gas. Da rein, also. Oder komme ich hier vorbei? Nee. Das ist nicht gewollt, dass man hier weiterkommt. Okay, das Baby lasse ich hier stehen. Das heißt, ich mache einmal kurz das Licht aus. Wir wollen ja nicht, dass das jemand findet, ne? Unser Licht mache ich an. Ach, das gibt's noch. Das wurde uns gar nicht erklärt. Endlich wieder eine Taschenlampe. Hast du? Arschgeige. In dieser Welt muss man sehr vorsichtig vorgehen. Auch wenn Öffnungen nach oben sind. Und jederzeit hier so ein Vieh in den Rücken springen kann. Halbe Tür. Ist gefunden. Gar nicht lustig. Nee, oh, Alter, 40. Absolut nicht lustig. Ist das Luftdruck? Wir tauschen mal kurz. Oh, nice das Ding. Warte. Die ist gut, die behalten wir. Die ist schön.
Drei Schuss reicht für zwei Gegner, okay. Ihr Drecksviecher. Ihr hört doch, wie eure Kameraden sterben. Warum kommt ihr dann runter? Oh, warte. Vergessen, meinen Filter zu wechseln. Muss mehr darauf achten. 5 Minuten. Andererseits darf man sich auch nicht zu... Ach, da liegt eine Leiche. Darf man sich auch nicht zu viel Zeit lassen hier unten. Ich dachte, wir müssen hier rein. Bin ich deppert? Irgendwo einen Knopf drücken. Gucken wir doch mal, was sagt denn die Map? Da lang. Sagt, wir müssen da lang. Aber so nicht. Hier geht's nicht weiter. Das irritiert mich. Überall jetzt diese Geräusche wieder. Vielleicht muss ich Anlauf nehmen und den wegrammen. Geh in Deckung, Artyom. Oh, ich muss ihn echt schieben. Sage ich doch gar nicht falsch, dass die Viecher jetzt runterkommen. Alter, könnt ihr mal aufhören? Ich komme nicht mehr weg, okay. Wir steigen kurz aus. Holen uns den Filter. Warum gehst du denn kaputt, wenn ich hier reingehe? Was? Alter! Was
Und wegen diesem dummen Gewehr bin ich hier rein. Mal Licht an. Ja, aber du bringst mir nichts. Nee, du musst ja nachladen. Das will ich nicht. Wir haben es mal ausgetestet. Aber das will ich jetzt auch nicht. Ja, die ganze Zeit auch einfacher können haben. Okay. Gehen wir wieder rein. Und guck nach hinten. Wir müssen bald da sein. Viecher höre ich auch gerade keine mehr, das ist schon gut. Muss ich Speed geben. Verschwinden im Boden. Interessant. Ich warte die nächste Fuhre ab. Wieder entspannt reingehen können. Aber ist das die nächste Fuhre gewesen? Es ist so ein Vieh da unten. Zwei Minuten. Schuss. Da geht's nicht weiter. Kommen die aus den Wänden? Was ist das denn jetzt wieder? Ein Papierflieger oder was? Geh wieder raus. Jetzt war einer der schlimmsten Level. Aber ich glaube, wir haben mit der Waffe relativ was gut gemacht. Ich komm ein bisschen schneller. Will nicht nur so lange sein.
Okay, das heißt, ich muss jetzt noch ein bisschen zurück. Wieder. Ja. Oh, 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 oh. Das kann eigentlich. Und das wieder umstellen. Da wieder rein und dann wieder da durch. Schaffen wir es jedes Mal.